Und somit herzlich willkommen bei einer weiteren Naturstellung mit mir, den Sachsen-Let's Player. Und heute gucken wir uns den Krone ZX550 GD an, mit 150 Euro Unterhaltskosten am Tag und einer, ja, Gesamtkapazität von 6000 Litern. Um das Ganze kurz zu machen, es handelt sich hierbei um den gleichen Ladewagen wie der Standard-Krone. Ich muss das mal kurz hier sortieren. Genau. Um genau zu sein, handelt es sich halt hier um den ZX550 GD und hier haben wir halt den ZX550 GD, also das gleiche in grün. Das ist das Original, das ist der Mod. Oder was andersrum? Ja. Warte mal. Ne, fast. Ja, ich sag ja. Man kann sich auch mal täuschen im Leben. Das ist der Mod und das ist das Original. Die nimmt sich jetzt von der Erkennung her absolut gar nichts. Das Einzige, was hier noch besonders an dem Mod ist, er hat hinten eine sogenannte Zwangslenkung dran. Das heißt, die Räder bewegen sich halt, wenn man einschlägt. Ansonsten, wie gesagt, alles gleich. Deswegen fällt hier die Bewertung der Textur aus, weil es halt Standard von Gigant ist. So. Deswegen schalten wir jetzt auch mal live zur Front. Ihr seht hier, was ich mit der Zwangslenkung meine. Die Räder, die hinterste Achse, lenkt mit. Was ist jetzt eigentlich die komplette Erneuerung an diesem Mod? Er hat neue Reifen halt. Und die sehen auch gar nicht so verkehrt aus. Hier drinnen mit den ja, Hydraulikschläuchen, denke ich mal, sind das. Und ansonsten ist das Einzige, was geändert worden ist, das Volumen von 53.000 Liter auf genau 60.000 Liter. Ansonsten ist alles beim Alten, ihr seht die Animation, klappt, ja, ich war gerade mal wieder besoffen. Die Animation sind die gleichen, ist es halt wirklich das Einzige, was hier verändert worden ist, ist das Ladevolumen. Soweit ist der Mod auch lockfehlerfrei. Gibt es auch keine Probleme. Und ja, boah, wollt ihr euch den Mod downloaden? Link in der Beschreibung. Ich finde es ein bisschen unnötig, wenn ich da mal ganz ehrlich bin, weil es ist ja... Aber so mit 7000 Liter neu dazugekommen sind, nichts Neues dran. Naja, und die Zwangslenkung halt. Da lässt sich halt etwas flüssiger steuern. In dem Sinne wollt ihr euch nochmal downloaden, Link in der Videobeschreibung beim Modder bedanken. Ihr kennt den Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mod wieder. Bis dann Leute, haut rein.